Britney Spears kann endlich aufatmen. Ihr Vater Jamie ist nicht mehr länger ihr Vormund. Seit Monaten befindet sich die Sängerin in einem erbitterten Rechtsstreit. Grund: Sie will nicht länger unter der Vormundschaft ihres Dads leben. Seit 2008 hat der 69-Jährige nämlich die volle Kontrolle über die Finanzen und das Privatleben der zweifachen Mutter. Doch damit ist nun endgültig Schluss. Eine Richterin in Los Angeles entzieht Jamie die Befugnis, das Leben seiner Tochter zu kontrollieren. Stattdessen ist jetzt John Zabel Britneys neuer Vormund. In einem Statement der Richterin heißt es: "Diese Entscheidung ist im besten Interesse der Betreuten und das ist mein Ziel." Für die 39-Jährige wird mit diesem Entschluss sicher ein großer Stein vom Herzen fallen. Denn die vergangenen Jahre unter der Überwachung ihres Vaters sind für die Toxic-Interpretin eine Qual. In etlichen Dokus kommen zuletzt immer wieder neue Details über Britneys Vormundschaft ans Tageslicht. So wird die Musikerin damals rund um die Uhr überwacht, wie ein früherer Mitarbeiter ihrer Security-Firma auspackt. Ihr eigenes Handy und ihre privaten Nachrichten wurden oft benutzt, um sie zu kontrollieren. Doch nicht nur das. Die Blondine ist nicht mal in ihren eigenen vier Wänden sicher. Knapp 180 Stunden Aufnahmematerial von Britneys Schlafzimmer soll der Sicherheitsmann gesichtet haben. Für Britneys Anwalt Matthew Rosengart ein unmenschlicher Eingriff in die Privatsphäre seiner Mandantin. Das Abfangen oder Überwachen von Britneys Kommunikation, insbesondere der streng vertraulichen Kommunikation zwischen Anwälten und Mandanten, stellt eine beschämende und schockierende Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte und bürgerlichen Freiheiten dar. Wir beabsichtigen, diese Angelegenheit vollständig und vehement zu untersuchen, erklärt der Jurist. Doch nicht nur die Sängerin wird damals überwacht. Auch all ihre Partner und Freunde werden von Männern ihrer damaligen Security-Firma beschattet. Britt ist zu dieser Zeit in ihrem eigenen Leben gefangen und kann nicht entkommen. Das alles hat jetzt aber ein Nachspiel, vor allem für ihren Vater Jamie. Nicht nur, dass dem US-Amerikaner die Vormundschaft entzogen wird, der 69-Jährige hat auch das FBI am Hals. Aufgrund von Britneys Abhörskandal ermitteln die Beamten gegen ihn. Britt selbst blickt nun voller Zuversicht in die Zukunft und vor allem auf ein Leben in Freiheit. Denn ihre Anwälte kämpfen bis zum Schluss dafür, dass die 39-Jährige endgültig wieder selbstbestimmt leben kann. Das verkündet zumindest ihr Verteidiger kurz nach dem Richterspruch gegen ihren Vater Jamie. Beim nächsten Gerichtstermin am 12. November wird es um die Beendigung der gesamten Vormundschaft gehen. Das ist ein großer Tag für die Justiz. Sie ist sehr glücklich. Wir alle sind sehr glücklich. Und mit diesem Teilsieg gegen die Vormundschaft macht Britney endgültig den ersten Schritt in ein freies und unbeschwertes Leben.